You are the chosen few, protectors of our world. This is your time. Und hallo Leute. Ja, diesmal nicht aus einer gewohnten Perspektive und ihr habt es ja auch schon im Titel gelesen schon. Titanfall 2 kostenlos diesen Monat und ja Leute, ich muss sagen, 2019 die letzten zwei gratis Games für ja, PlayStation Plus Mitglieder und allgemein für Leute, die gerne gratis Spiele haben wollten. Und ja Leute, ich würde sagen, für Titanfall 2 und Monster Energy Supercross muss ich sagen, also wirklich, die haben wirklich zwei geile Games genommen für PlayStation Plus und ja, was soll ich noch sagen, außer Leute, wenn ihr wirklich Titanfall 2 geil findet, dann könnt ihr euch jetzt es gratis holen. Und falls ihr gerade so 17 seid und ja, ihr könnt euch das noch nicht holen, dann gönnt ihr es jetzt euch, könnt ihr es einfach euch jetzt gönnen, gratis. Ja, besser geht's einfach nicht. Ich bin persönlich, Leute, nur kurz Umschwenker, ich habe persönlich mir das Game geholt und ja, es ist wirklich nicht lohnenswert. Dazu empfehle ich euch nur, Leute, um Titanfall 2 bin ich jetzt eigentlich nur hier, um zu promoten. Ja, ich empfehle euch einfach wirklich nur, gönnt euch zu Titanfall 2 definitiv mal vielleicht das ein oder andere Video und ja, nicht vergessen, ihr könnt es auch zu eurer Bibliothek hinzufügen und könnt es später downloaden. Ja, das könnt ihr euch machen, Leute. Ist vollkommen kostenlos, trotz ihr es nur in der Bibliothek hinzugefügt habt. Weiterhin. Auf jeden Fall, ja, es ist einfach ein total geiles Game. Macht übel Bock. Der Multiplayer ist immer noch super geil besucht. Also wirklich, der ist unglaublich OP bei diesem Game. Also da sind so viele Leute immer noch am Start nach so vielen Jahren. Also wirklich, ich frage mich Respawn, warum macht der kein neues Titanfall und EA? Also da ist so viel Potenzial drin in diesem Spiel. Und Apex war jetzt nicht nötig rauszubringen, weil Titanfall schlägt das um Längen. Und ja, man kann einfach nicht mehr sagen, außer Film ab, Leute, gönnt euch die Einstiegsfrequenz zu Titanfall jetzt nochmal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns vielleicht in Titanfall 2. Und wenn ihr Titanfall 2 feiert, wenn ihr es sehen wollt, nochmal Gameplay oder sowas, schreibt es in die Comments. Ich bin auf jeden Fall für euch hier auf dem Kanal. Mit Titanfall gerne am Start. Gerne. Das war's von mir. Haut rein, Leute. Habt noch einen schönen Tag, schönen Abend. Und nur kurze Anmerkung. Sorry, dass das letzte Video zu Battlefront 2 zu den Infos so lang war. Trotz ich es ein bisschen schneller runtergeradert hatte. Also auch ein bisschen schneller gemacht hatte in Cutting. Ja, aber es ging halt nicht kürzer. Und ich wollte es auch nicht so kindisch machen. Also ein bisschen so, ja, lustig machen. Zu lustig machen. Irgendwie ein bisschen zu doof machen. Deswegen habe ich es so gelassen. Also sorry, dass es auch so lang war. Aber jetzt nicht mehr von mir, sondern einfach nur Film ab. Durch all meine Schlachten im Grenzland habe ich eines gelernt. Der Pilot ist das Alpha-Tier. Schnell und agil. Elegant und doch tödlich. Scharfsinnig. Listig. Und unaufhaltsam. Ein Pilot sieht die Welt mit anderen Augen. Bloße Wände werden zu alternativen Wegen. Piloten kämpfen anders. Durch ihre Erfahrung mit Täuschungsmanövern gelingt es ihnen, allen Widrigkeiten zu trotzen. Was einen Piloten aber tatsächlich von allen anderen Soldaten und Maschinen auf dem Schlachtfeld abhebt, ist die Verbindung mit seinem Titan. Zusammen mit seinem Titan kann er nur von einer Übermacht bezwungen werden oder von seinesgleichen. Das Grenzland war seit jeher meine Heimat. Seit Jahren wird es schon von der IMC zerstört.
Sie beuten Ressourcen aus. Verschmutzen und zerstören unseren Planeten. Und schlagen jeden Widerstand gewaltsam nieder. Trotz der jüngsten Erfolge auf Demeter sind wir noch weit davon entfernt, die IMC endgültig zu besiegen. Noch bin ich ein Schütze der Miliz, die für die Befreiung des Grenzlandes kämpft. Und weit davon entfernt, ein Pilot zu werden. Wenn dieser Tag kommt, hoffe ich, mich als würdig zu erweisen. Und damit, Leute, ja, willkommen hier zum Titanfall 2. Wie geht's weiter damit Video? Und ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es mir mal durch ein Like und ja, stimmt jetzt mal oben ab, beziehungsweise schreibt mal in die Kommentare rein, wollt ihr Titanfall 2 weitersehen oder wollt ihr es nicht weitersehen? Und ja, schreibt es einfach mal rein, ob ihr es sehen wollt, weiter oder nicht. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video, im nächsten Livestream. Es ist so ein kurzes Video, aber es ist ja so, dass ich euch nur fragen will, ob ihr das weitersehen wollt. Und ja, sage ich bis dann und wir hören uns, beziehungsweise wir schreiben uns.